Kölle Alav, würde ich das mal ganz spontan sagen, obwohl ich noch nicht so ganz in die Kultur von Köln eingefunden habe. Hallo Leute, ich lebe noch. Die jetzt hier kein Facebook haben, wie ich das ja schon einigermaßen versucht habe, auf Facebook zu klären oder zu erklären, bekamen wir erst jetzt am Montag das Internet bei uns hier in Köln. Wunderbar, vielen Dank an den Typen, der hier hinkam. Also wir haben auf den, ich sag mal so, wir haben es angemeldet, so vor 8 Wochen, also vor 2 Monaten, an den Typen, der einfach hinkam, der Techniker, den Router nahm, den Stecker da, also reinsteckte uns und dann wieder ging. Das war die Geschichte vom Internet, ja. Wie gesagt, Internet ist jetzt da, Umzug bin ich jetzt fertig, das Zimmer ist komplett eingerichtet und ja, Hausarbeiten fallen jetzt an, da versuche ich immer wieder strikt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Unordnung nicht mag und dann auch sofort putze und Putzpimmel bekomme. Ja, soweit zu den Infos. Ah ja, Mikrofon ist da. Das war ja auch eine Reparatur. Das habe ich ja die Zeit, wo wir kein Internet hatten hier, habe ich ja genutzt, um mein Mikrofon, das Stativ und das USB-Interface einzuschicken. Und ja, das Stativ kam dann heute an, beziehungsweise musste ich es mir heute vom Nachbarn abholen. Ich war zwar gestern den ganzen Tag da, aber DHL klingelt anscheinend nicht bei mir. Und ich habe so vermisst, das Stativ hier rumzustehen zu haben. Oh, wunderschön. Ja, was gibt es sonst noch für Infos? Ich habe mir mal so einen kleinen Infozettel gemacht, um nicht komplett den Faden zu verlieren, was ich euch so noch erzählen möchte. Ja, meine Ausbildung hat angefangen als Synchronsprecher. Hat auch, macht echt super viel Laune. Unsere Dozentin, die hat echt drauf. Die macht so geile Übungen, wo wir einfach nur so viel Quatsch machen. Und das ist einfach genial, wie ich dann schon beim ersten Mal gemerkt habe, wie man die Stimme noch ein bisschen was rauskitzeln kann, ne? Was ihr dann vielleicht auch ein bisschen zu hören bekommt, weiß ich nicht genau, ob ihr so spitze Ohren habt, dass ihr sowas erkennt, wenn ich richtig in Fahrt bin mit der Stimme. Mal gucken. So, und ja, bla bla bla. Ich habe auch die Zeit genutzt, jetzt, da ja zwischen Montag und heute kein Mikrofon hatte, meine Zeit genutzt, um meine Homepage weiter zu aktualisieren. Und dort findet ihr, dort findet ihr, wie sonst auch immer, alle meine Projekte in der Übersicht, wo ihr dann schön euch die Videos raussuchen könnt. Und dort biete ich ja auch das neueste mein Produkt an, die flexible Stimme, wo ihr auch lernen könnt, wie ihr eure Stimme verbessern könnt, wenn ihr weiter irgendwie auch sehr gerne sprecht. Oder wenn ihr auch Let's Plays machen wollt, Videos machen wollt, egal was, dann könnt ihr eure Stimme perfekt darauf trimmen, ein Ausdauerinstrument zu sein. Ein Hochleistungsinstrument, eine Hochleistungswaffe. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, genau. Neueste Infos, wir haben jetzt die 4000 Abos geknackt. Während ich offline war und auch keine Folgen hochgeladen habe, haben wir jetzt 4000 Abos da geknackt. Da würde ich euch schon mal, wollte ich mich auf jeden Fall schon mal bedanken bei euch allen, die regelmäßig meine Videos gucken oder die auf Abonnieren geklickt haben, weil sie mich gut finden. Und ich hoffe, dass ich auch den Ansprüchen standhalten kann. Vor allem, weil ich die Standards auch wieder hochsetzen möchte, jetzt wo ich hier in Köln eigentlich so viel Zeit habe, wie ich möchte. Wenn ich Hausarbeit abziehe, Einkäufe machen und so, da habe ich eigentlich komplett Zeit, also die komplette Woche Zeit. Und ich hoffe, dass ich hier mal richtig loslegen kann und auch mal ein paar regelmäßig raushaue, wo ihr euch ja sicher auch ein bisschen darüber ärgert, dass ich das bisher noch nie wirklich durchgezogen habe. Regelmäßig Folgen machen will ich jetzt machen, unbedingt. Keine Frage, wird auch kommen. Und ja, da vielen Dank nochmal an die 4000 Abos. Und ein Special kommt auf jeden Fall noch, nur weiß ich nicht ganz genau, was ich da mache. Doch ich weiß schon ganz genau, dass ich da ein bisschen zwitschern werde, also ein bisschen singen. Ich kann das ja, also vielleicht ein bisschen, vielleicht auch gar nicht, vielleicht komplett gar nicht, weiß ich nicht. Könnt ihr da euch anhören. Nur ich kann mir nicht entscheiden, welches Lied, ich habe so viele Lieder, die ich mag und auch liebe. Ach Gott, ich könnte euch jetzt direkt ein paar vorsingen, die ich jetzt schon die ganze Zeit getrellert habe, zwischendurch. Oh, zum Glück ist Lukas weg, also mein Mitbewohner. Ah ne, da ist er ja, auf der anderen Seite, sonst wird er das hier ertragen müssen. Oh ja, und falls ihr mich unterstützen wollt, ich bin ja jetzt irgendwie selbstständig hier, ohne Eltern, das ist ziemlich geil, aber man muss alles aus eigener Tasche bezahlen und das ist scheiße.
Und da würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinem neuen Partner, dem Game Key Shop MMOGA, eure Keys besorgt. Game Keys. Game Cards. Gold und Credits. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Die bieten dort ziemlich billige Keys an, also haben mich auch gewundert. Sind sehr zuverlässig, die haben, wie heißt das, versprochen, also die haben, die versprechen euch in 5 Minuten den Key zu senden, wenn ihr bezahlt habt. Und ja, schaut doch mal auf deren Seite vorbei. Ich werde jetzt unter jedem, unter fast jedem Video bei mir auch einen Link setzen, also hier unten drunter in die Beschreibung, wo ihr dann zu denen kommt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann müsst ihr einfach über diesen Link, den ich euch zur Verfügung stelle, bald gibt es auch ein paar Banner auf meiner Homepage, hoffe ich mal, wo ihr dann auch draufklicken könnt, um dann 30 Tage lang Cookie zu setzen bei eurem Browser. Und wenn ihr dann in diesen 30 Tagen was guckt, ach, was guckt, was kauft bei denen, dann bekomme ich ein bisschen Provision, kann ich schon ehrlich so sagen. Aber ich kann euch da natürlich noch mehr bieten, wenn ihr mir so helft oder unter die Arme greift. Also fände ich es cool, wenn ihr anstatt mal bei Steam, mal bei MMOGA guckt. Vielleicht gibt es da ein paar Keys billiger oder guckt mal jetzt schon sofort. Dort gibt es einige Sachen ziemlich billig. Zum Beispiel Metro gibt es da ganz billig. Preis habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber ja, guckt doch einfach mal in die Beschreibung. Der Shop ist eigentlich ziemlich übersichtlich aufgebaut und auch ziemlich seriös. Also keine Sorge. Ich verbürge mich für die. So, was habe ich da auf dem anderen Zettel hier draufstehen? Sonst habe ich eigentlich noch die Projekte. Genau, wir haben noch ein paar neue Projekte jetzt hier am Start. Am Start. Das wäre dann zum einen Zelda. Genau, Zelda. Zelda. Oh ja, Wind Waker ist jetzt rausgekommen. Letzte Woche Freitag. Und Wind Waker ist ein Spiel, was auch meine Kinder ungemein geprägt hat. Das ist das Spiel, weshalb ich glaube, ich habe eine Meeresphobie, also dass ich auf offenem Meer total Angst kriege, dass irgendwo eine Krake rauskommt. Ohne Scheiß, ich habe früher, okay, das kann ich euch dann erzählen beim Let's Play, was das Spiel alles, wie es mich geprägt hat. Und ja, warum es so geil ist, ist einfach eines meiner Lieblings-Zelda. Das ist mal, nein, Moment. Ich habe zwei Lieblings-Zeldas, ich kann mich aber nur nicht entscheiden. Okay, eins ist davon. Eins. Das, Wind Waker ist eins davon. Und das werden wir dann hoffentlich morgen schon beginnen können. Ich wollte euch dann aber nochmal etwas fragen. Und zwar Kingdom Hearts. Ich habe ja jetzt hier einmal die PlayStation 2-Version. Mit komplett auf Deutsch. Sieht man das da? Komplett auf Deutsch. Das, was ich ja nur scheiße finde an der neuen Kingdom Hearts Final Mix, Remix-Version, also 1.5, ist, dass es ja einfach, dass einfach die deutsche Sprachausgabe, wo sich die originalen Synchronsprecher von Disney-Filmen Mühe gegeben haben, das nochmal neu zu synchronisieren für die Charaktere in dem Spiel. Die haben sie, also, kann man so sagen, glaube ich, hat Square Enix gesagt. Wir sind so faul, wir nehmen einfach die englische. Und finde ich einfach mega kacke, dass sie die Deutschen. Das ist irgendwie so ein Arschtritt für deutsche Synchronisation. Und da ich ja jetzt eigentlich auch Synchronsprecher bin, kann ich mir das nicht gefallen lassen. Ohne Scheiß, das ist die Ehre, die hier bewahrt werden muss. Deswegen habe ich ja schon einen Vorschlag gemacht am Anfang des Projektes, dass ich einfach, denn ich bin ja so ein Freak, dass ich einfach komplett das Spiel aufnehme, also für die PS2. Und dort einfach die Audiotonspur nehme von Zwischensequenzen. Und dann mache ich nochmal das Let's Play weiter. Also ich würde jetzt Kingdom Hearts einfach pausieren. Dann nehme ich das jetzt hier auf. Sobald ich Sonntag meine PS2 wiederbekomme, die ist noch zu Hause. Die kommt per Lukas, also mein Mitbewohner, der ist gerade auch noch im Sauerland. Der nimmt die für mich mit. Also werde ich das aufnehmen. Und dann weitermachen mit dem normalen PS3 Kingdom Hearts und dort dann diese Zwischensequenzen ergänzen. Das würde dann natürlich in einer Pausierung, wie gesagt, von Kingdom Hearts resultieren. Da würde ich euch darum bitten, euch mal Gedanken drüber zu machen. Oder wenn ihr euch jetzt schon Gedanken drüber gemacht habt, das mal sofort in die Kommentare zu schreiben. Das würde mich freuen. Das fände ich ultra geil, weil ja, die deutschen Synchronsprecher sind die Originalen. Finde ich total schade. Ich kann euch mal kurz einen Ausschnitt zeigen von Kingdom Hearts 2, den habe ich noch auf der Platte.
wo man Sora, Sephiroth, Donald und Goofy mal kurz hört. Vielleicht wird dann so ein bisschen besseren Eindruck, wie das dann klingen wird oder dann aussehen wird, das Let's Play. Wie geht es Cloud so? Keine Ahnung. Übrigens, ihr drei, wer seid ihr? Ich weiß nicht recht, ob wir es dir sagen sollten. Sieh an, was für ein überaus ungewöhnliches Schwert du doch hast. Das Schlüsselschwert! Verstehe. Das ist also ein Schlüsselschwert. Und du bist wohl sein auserkorener Träger. Und was, wenn dem so ist? Ich frage mich, bis ich's anders überlegt, sobald ich dich besiegt habe. Und ja, was habe ich sonst noch auf der Liste? Ich muss ganz schnell weitermachen, weil die Pizza ist im Ofen. Oder ich mache kurz einen Schnitt. Weiß nicht. Ich glaube, ich... bin soweit eigentlich fertig, oder? Ja, ich bin soweit fertig. Okay. Ja, Metro Last Light. Ach ja, Metro Last Light wird jetzt weitergemacht. Oder die DLCs. Kriegsparteien-DLC. Wie ist das nochmal? Ach, das ist ein, den habe ich schon wieder vergessen. Den werde ich dann noch weitermachen. Oh ja, und der Gewinner. Der Gewinner. Ich habe vergessen, den Gewinner von dem Metro Last Light Gewinnspiel. Leider kann ich euch das Teil nicht mehr zeigen, also das Fanpaket, was ich ja zur Verlosung gab. Das ist noch im Sauerland, aber meine Mutter ist so lieb und schickt euch das dann zu, oder dem Gewinner jetzt. Drinne waren, aber wenn ich jetzt mal ganz kurz aus dem Kopf rausgucke, ein Rocket Mousepad, einmal das Buch Metro 2034, dann das Spiel Metro 2033, dann eine Fahne von Metro Last Light, ein Poster und... was war noch da? Ich habe irgendwas vergessen. Ich habe es aber, ich habe ja schon alles resümiert oder das ganze Fanpaket gezeigt. Deswegen ist das, glaube ich, hoffentlich nicht so schlimm. Und ja, der Gewinner ist, wie ist er noch? Matthias Krapp. Ist das Krapp oder Krapp? Moment. Matthias Krapp, ja. Ich werde dir wahrscheinlich schon eine E-Mail geschickt haben, dass du gewonnen hast. Und ja, falls du mir noch nicht geantwortet hast mit deiner Adresse, dann wäre das lieb, wenn du das mal machen könntest. Dann kann ich meiner Mutter eben SMS schreiben. Ja, hier. Und dann wirst du das Paket, denke ich mal, ja, die nächsten Tage bekommen. Wann genau, weiß ich nicht. Mal gucken, meine Mutter das schafft. Aber mit Sicherheit bis spätestens nächste Woche. Und ja, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Nochmal zur Info, wenn ein Gewinnspiel bei mir ist, dann habt ihr natürlich hohe Gewinnchancen. Hier waren nicht so viele, die mitgemacht haben. Also waren die Gewinnchancen ziemlich hoch. Und ja, beim nächsten Mal, mal gucken, was es beim nächsten Mal gibt. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und die richtige Antwort, genau, die richtige Antwort war Benjamin. War ja klar. Wer kann den Namen vergessen? Ich musste irgendwie an Benjamin Blümchen denken, beim Let's Play, glaube ich. Und dann wie war das nochmal? Weil der Schwarze mir so freundlich vorkam. Benjamin, wisst ihr? Ja, alles klar. So, zu den anderen Projekten noch. Genau. GTA wird es wahrscheinlich wie gewohnt weitergeben. GTA Online könnte es vielleicht geben, wenn ihr meiner Crew beitreten wollt. So, ich spiele auf PS3. Die Crew heißt Ant King's Army. Ich habe sie schon mal bei Facebook gepostet. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit reinkommen. Kann man ein bisschen online zocken, wenn ich nebenbei was mache. Also ein bisschen werde ich auf jeden Fall spielen, weil GTA Online ist so verrückt. So banal bekloppt geil, weil man einfach mit so Idioten zusammen ist, die einfach einen die ganze Zeit abballern und du kannst dann einfach nicht widerstehen und musst die dann jagen, bis deren Kopf irgendwie auf den Asphalt aufschlägt und so weiter und so fort. Wisst, wie ich das meine? Ja, SWTOR, Star Wars, The Old Republic. Ein kleines Sorgenkind bei mir, ihr wisst ja schon, ich habe ja schon 10.000 Mal das pausiert und wieder angefangen. Tut mir auch echt leid, aber das Problem ist jetzt, ich wollte mal reinschauen, wo man eventuell gucken, wenn ich das jetzt mal weitermache. Weil ja, jetzt habe ich ja Internet, ne? Das Problem ist, dass das Star Wars irgendwie ein Einmal-Passwort von mir haben möchte. Und ich glaube, ich habe das so einmal eingerichtet, dass ich bei meinem Smartphone dann so ein Code geschickt bekomme auf einer App oder so. Weiß ich aber wirklich nicht mehr. Und dass ich dann in das Spiel reinkommen kann. Oder ich dachte eigentlich, ich würde eine E-Mail bekommen oder eine SMS mit dem Code oder sowas, aber ich bekomme nichts. Also ich habe mein Smartphone ist in Reparatur, deswegen habe ich hier mein ich sag mal, liebevoll mein Klotz-Handy. Nur hier parat.
Deswegen weiß ich nicht genau, wie ich mich jetzt einloggen soll. Ich habe schon mal bei Google geguckt. Aber anscheinend haben viele Leute das Problem, dass der Support von Star Wars oder von EA da irgendwie homo ist und sich nicht darum kümmert, über die Einmalpasswörter, die da nicht auftauchen oder so. Ich muss mal gucken, was da jetzt ist, wenn ich das Handy wieder habe. Das wird jetzt auch Sonntag sein, ja. Mal gucken, was da raus wird. Also nicht vergessen, bei Donos und Xonas, die leben noch. Die leben, aber sie warten einfach darauf, dass ich mich einloggen kann. So. Ja, sonst wäre es eigentlich mit den Projekten. Ja, Zelda startet morgen. GTA geht weiter. Metro kommt jetzt auch demnächst, wenn ich einen Greenscreen aufgebaut habe, denn da möchte ich Greenscreen aufhaben. Das kann ich hier, ich glaube, ich kann es machen. Wird wahrscheinlich ein bisschen provisorisch erstmal sein, aber mal gucken. Also gib mir da noch ein bisschen Zeit. Ja, sonst. Ja, Kingdom Hearts. Schreibt mir da nochmal dazu, ob ich das pausieren soll. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Und ja, das Vorteil wäre natürlich, dass ihr dann, so wie ich auch, das deutsche Synchronisation nochmal erleben könnt. Weil, ja, Kingdom Hearts 2.5 ist ja auch übrigens jetzt angekündigt worden. Ja, das kommt jetzt auch nächstes Jahr raus. Das könnte ich dann auch direkt danach aufnehmen. Also Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2 habe ich auch für PlayStation 2. Ist ja alles schön auf Deutsch und dann kann ich das da schon mal vorbereiten. Und ja, ich befürchte, dass ich dir jetzt einfach die Kingdom Hearts 1 und 2, also das, den zweiten Teil jetzt mal auf Englisch mache. Und dann der dritte Teil, der jetzt mal neu komplett rauskommt, dann auf Deutsch ist, also mit deutscher Synchronisation, wie auch eigentlich gedacht war, wie die Urversion von Kingdom Hearts. Was meine Befürchtung ist. Und da wäre es natürlich ein bisschen kacke, wenn wir jetzt einfach englische Let's Play machen und die englische Synchro im Kopf haben. Von den ersten beiden Teilen. Und dann plötzlich der dritte Teil aufmacht, kommt nächstes Jahr. Für die PS4 ist es, glaube ich, sogar, oder? Ja. Und dann total aus dem Ruder geworfen werden mit der deutschen Synchrone. Total behämmert. Also ist mein Vorschlag. Mal gucken, was ihr dazu denkt. Und ja, morgen geht es weit hinaus. Auf die große See, aufs große Meer. Und ja. Wir sehen uns dann wahrscheinlich ja morgen bei Zelda. Und ja, heute war gar nichts mehr. Wünsche euch noch einen schönen Tag und schönes Wochenende schon mal, ne? Macht's gut. Tschüss.